Herzlich willkommen hier bei der Langen Nacht des Friedens. Und der Ernst Gruber hat ein paar Zeilen aufgeschrieben, die möchte ich jetzt vorlesen, weil ich dumm bin, um mir diese zu merken. Wir bringen kein Licht ins Dunkel, vielmehr wollen wir die Verantwortung für das Dunkle übernehmen. Was heißt das jetzt noch? Mädel for Fairness. Fairness Trailer, das ist ein kleiner Trailer und dann Gespräch. Da ist ja schon der Dominik. Servus Dominik. Was hast du dir gedacht? Es ist so, dass Mädel for Fairness ein Benefizkonzert ist, beziehungsweise eine Benefizkonzertreihe, die ursprünglich vor 2 Jahren ein Schulprojekt angefangen hat. Und ja, seitdem eigentlich immer sehr gut gelaufen ist. Wir haben mittlerweile schon 4 Veranstaltungen gemacht und 5 Veranstaltungen. Und ja, wir haben heuer einen Trailer gedreht, der einfach ein bisschen das Projekt vorstellen soll. Es ist so, dass wir Benefizkonzerte machen und Geld einnehmen für gute Zwecke, für Projekte in Dritte Weltländern. Und wir haben bis jetzt ein Projekt im Sudan gemacht und ein Projekt in Kambodscha. Ja, also insgesamt ist es sicher ein Riesenthema, das Thema Frieden, und sehr brisant. Und da wir alle wissen, ökonomische Ungleichheit, Krisenherde auf der Welt, Diktat des Kapitalismus gegenüber dem Leben, es ist sicher auch ein Thema mit hoher Brisanz, aber gleichzeitig gibt es auch Bereiche, die im Wortschatz von den meisten Leuten da nicht inkludiert sind, und das ist eben zum Beispiel das Mensch-Tier-Verhältnis. Also auch hier gibt es eigentlich ganz normal und alltäglich in unserer Gesellschaft große Missstände. Gewalt steht an der Tagesordnung, der Tod und das Leiden und das Dahinvegetieren von Tieren gilt als normal und ist ins ökonomische System integriert. Und ich selbst bin dafür, das zu hinterfragen, und ich glaube, dass das Gute und Positive an diesem Bereich ist, dass da jeder Einzelne und jede Einzelne für sich selber durchs Umstellen der Konsumgewohnheiten sehr viel machen kann und sozusagen einen kleinen symbolischen Frieden mit den Tieren schließen kann. Und der Filmtitel ist auch bezeichnend, er heißt Der Future in Your Hands, was so viel heißt wie Ihre Zukunft in unseren Händen oder in deinen Händen. Ja, und mit diesen Worten würde ich gerne den Film zeigen. Danke. Felix, folgende Frage. Also ich bin seit 11 Jahren mache Yoga und bin Vegetarier. Und wenn ich mit vielen Menschen rede und denen sage, dass ich ein Vegetarier bin, dann kann ich das einfach nur begründen, wie Dostoevsky mal gesagt hat, solange es Schlachthöfe gibt, solange wird es Kriege geben. Ich kann Ihnen jetzt nichts erklären und begründen, warum ich jetzt Vegetarier bin. Sie erklären dann, ja, viele Ärzte sagen, dann fehlt dir dieser Stoff oder jener Stoff und das ist nicht gesund für den menschlichen Organismus, Vegetarier zu sein. Die Frage ist an dich, wie könnte man das am besten begründen? So, ich denke, dass es schon auch noch gewisse Vorurteile in der Gesellschaft gibt gegen vegetarische oder rein pflanzliche Ernährung. Aber ich sage jetzt einmal allein Beispiele aus dem Spitzensport, wie zum Beispiel der Bodybuilding-Weltmeister von 2005, Profi-Kampfsportler, Profi-Marathonläuferinnen, gibt es eigentlich in allen Bereichen gute Beispiele. Also selbst der Carl Lewis, was die wenigsten wissen, der 10-fache Olympiasieger, hat er in einem Interview gesagt, dass er zu seinen besten Zeiten eine rein pflanzliche Ernährung gehabt hat. Aber ich denke, man kann sich natürlich bei jeder Art der Ernährung ungesund ernähren. Also wenn nur Kartoffelchips isst und Cola, wird natürlich Mangelerscheinungen bekommen. Der Grund, warum die meisten Leute so auf eine vegetarische Ernährung umsteigen, ist wahrscheinlich ein anderer, weil sie eben diese Zustände, die man da gesehen hat und die leider keine blutigen Ausnahmen sind, sondern in unserer Gesellschaft einfach verwurzelt sind und normal und automatisiert ablaufen, integrieren System, weil die das einfach nicht mehr unterstützen wollen. Und jetzt gerade auch in Zeiten des Klimawandels kommen auch Umweltargumente immer mehr zum Tragen. Also zum Beispiel werden laut UNO, laut Food and Agricultural Organization of the United Nations, 18% aller Treibhausgase durch die Viehzucht weltweit produziert. Also
trägt auch wesentlich zu Umweltproblemen bei, weil diese ganze, diese Exkremente, die Gülle, die Gase müssen irgendwo hin. Am 19.04.2008 hat im Theater im Rampenlicht in der Mitterberggasse ein Stück Premiere. Das heißt Die Ratte und der Philosoph. Und wir haben da einen, also ich spiele da die Hauptrolle, der Gregor spielt auch die Hauptrolle. Wir sind zwei Hauptrollen. Und der Franz Hütterer ist der Autor dieses Stückes. Aber wie gesagt, wenn wir uns einigen können. Wenn es einigen können, weil es geht immer ums Geld, einen Einfluss auf das ist eine Reflektierung des Lebens. Ja, darf ich dazu kurz sagen, das kommt heraus, wenn ich Ihnen die Texte nicht schreibe. Ne? Das ist 2008, 2007. Also, es ist, man kann die nicht allein da raufgehen lassen beim Oscar. Ne? Also das ist ja, hat ja alles einen Sinn. Und es ist auch so, ich würde einmal jetzt so zusammenfassen, wenn wir drei tot sind, ist es spät für das Theaterstück. Das stimmt. Und das heißt, wir müssen versuchen, es vorher zu schaffen. Ja? Und ich nehme an, dass wir das innerhalb eines halben Jahres realisieren können. Ja, wie gesagt, am 19.04. geht es. Franz Hütterer und Sascha Blumer. Danke sehr. Oh. Servus die Buben, kommt's gut an und führt euch.